hinter mir, links von mir, Hallen voll mit Kalorien. Und die will ich jetzt entdecken. Also, ich bin auf der internationalen Süßwarenmesse in Köln und habe gelesen, es gibt Schokolade mit Heustreuseln oder Ziegenkäse mit Schokoladenstückchen und was es sonst noch alles gibt. Das gucke ich mir jetzt an und suche die Highlights für euch. Bis dann. Das kommt von Papierherstellung, das Handgeschöpfte. Und zwar, wenn Sie Papier herstellen, dann wird ja gesiebt das Wasser, also das Papier vom Wasser, und dann wird es angedrückt mit einem so Pinsel. Und wir gießen die Schokolade auf eine Matte und pinseln sie dann flach. Und dann, deswegen sagt man handgeschöpft. Sehr lecker. Wie schmeckt es ungefähr? Verhältnismäßig viel Zuckergehalt drin, also sehr süß. Aber mal kann man es machen. Bei mehreren, ich glaube, da nimmt man wahrscheinlich zu. Das ganz neu sind Chips von der Gemüsebanane, die wir hier anbieten. Die sogenannten Five Plantain Chips sind drei Geschmacksrichtungen. Das hier ist die Chili-Variante. Daneben haben wir die leicht gesalzene. Und hier von der reifen Kochbanane, das heißt eine bisschen süßere, mehr exotisch schmeckende Variante des Gemüse-Bananenchips. Generell ist es eine Gemüsebanane und nicht die Obstbanane, aus der diese Chips gemacht sind. Das heißt, sie schmecken eher wie eine Kartoffel. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich aus der Halle ganz schnell rauskomme. Hier gibt es nämlich die besten Crisps und so Chili-Cracker und alles. Und ich bin schon pappsatt. Germany's Next Topmodel aus dem Ei. Einmal schwarzer Sesam, das ist eine Milchcreme und das hier ist ein Kokosnussaufstrich. Und warum soll ich das kaufen? Warum sie das kaufen soll? Weil es wunderbar schmeckt, was anderes ist und gesund ist. Keine künstlichen Farben und Aromastoffe hat, es hat keine Konservierungsstoffe, generell keine Transfettsäuren. Kerrygum ist eine Marke aus Köln und wir haben vier verschiedene Verpackungsgrößen. Kann ich mal zeigen. Das ist einmal die Gumbox Body, die hat ein neues Shape, ein Body Shape. Dann haben wir die normale Gumbox, das ist die hier. Und dann haben wir die Gum Pocket. Das haben wir weltweit als Marke angemeldet, was nicht ganz einfach war, weil es ja auch Kerry den Namen schon gibt. Aber ist genehmigt worden und daher vertreiben wir den jetzt sogar den Namen. Laktose in der Molkerei spalten, und das ist nicht ganz einfach, insbesondere
wegen der Zutat Milchpulver. Sie haben hier einen hohen Anteil Milchpulver bei Schokolade. Und diese dieses Milchpulver laktosefrei zu stellen, ist sehr, sehr aufwendig. Geht ganz einfach. Mit 2 Liter Wodka 4 bis 5 Wochen ziehen lassen. 3-mal in der Woche schütteln, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und dann ist fertig. Mitbekommen habe, aber es war auf jeden Fall klasse. Es war